Denn... Nee, ohne Scheiß. Mein Haus ist noch nicht sicher, weil wenn Creeper auf dem Dach schlafen... Nee. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich habe 28 Kohle. Und die verbrutzeln wir jetzt. So, wir holen jetzt noch ein bisschen Eisen aus unserem Ding. Das wird dann auch noch verbraten. Ganze Holz nehme ich mal wieder mit an mich. Das ganze Holz habe ich gesagt. Ach ja. Noch ein bisschen Fleisch zum Brutzeln. So. Es wird jetzt noch eine Brutzelfolge. Ich bin ganz ehrlich, ich will den Part immer beenden, wenn ich schlafe. Und wenn ich ihn schneiden muss dafür, ist mir egal. So. Weißt du was, du könntest jetzt erstmal mein, obwohl. Mach noch, genau, 4 Stück brauche ich noch. Na komm. Und dann kannst du das Hühnerfleisch hier gerade mal brutzeln. So weiter das Glas brennen. Da kommen noch 2. Das dauert jetzt auch nicht ewig. Eigentlich könnte ich mal mehrere Ofen bauen, damit ich halt auch mehr Fleisch machen kann. Und halt mehr Materialien und bla bla bla. Auch die Steine, die könnte ich nämlich brutzeln. Dann habe ich nämlich was Schöneres für einen Weg. Ach ja, wir haben jetzt genug. So. Wenn das Fleisch fertig gebrutzelt ist, dann kommt das andere drauf. So einfach ist das. Wir haben sogar noch anderes Fleisch. Ja, ja. Noch eins. Dann lege ich das andere Fleisch drauf und dann kann ich das Eisen wieder schmelzen. Ja, ja, das ist jetzt eine Wartezeit hier. Uiuiui. Das ist mir wichtig und wir haben 2 Knochen. Also wir brauchen noch viel, viel mehr. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich in eine Höhle gehe, ich werde mir auf jeden Fall noch ein Bett dazu bauen. Aber ich wollte mir ja erst noch eine Angel bauen, damit ich Fische fangen kann und ein Ocelot, bevor ich Schafe fange. Wo ist das Eisen? Willst du Eisen? Nee, das Pflaster. Da ist Eisen, genau. Eisenerz. Kann ich mir eine Rüstung ausbasteln? Mache ich erst eine Eisenrüstung, bevor ich bevor ich mir eine richtig geile Rüstung baue. Also aus Diamanten und so. Aber ich brauche ja erstmal Diamanten. Ja. Ach so, stimmt. Ich werde mir hier noch eine Schmiede hinbauen. Die werde ich dann aus Steinen machen. Aber erstmal wird alles in diesem Gebäude sein. Schmiede, Zaubereiraum oder so. Ich könnte noch ein Bett bauen. Nee. Obwohl ich höre da draußen Schafe. Ich glaube, ich hole die Schafe doch mal kaputt. Aber ich wollte ja noch Glas machen, stimmt. So. Glas, 2 Stück. Und dann haue ich das Schaf da draußen, was Mäh macht, kaputt.
Nee, das ist es nicht gewesen. Da. Das schwarze Schaf. Kann ja gleich Wolle geben. Weil ich will noch ein Bett bauen für Notfall. Ja, eigentlich könnte ich ihm einfach die Wolle abscheren, aber zu umständlich. Außerdem, ich will erstmal gucken, ob es endlich geht, einen Ocelot zu fangen, weil bei mir steht immer, ist voll. Und deswegen fange ich erstmal gar keine Tiere, sondern mach gleich mit dem Otze. Fang gleich mit dem Ocelot an. Fangen wir gleich zwei Stück. So, wo ist das Glas? Da ist es. Ah, komm her. Nein! Das ist das Problem beim Glas. Wenn man es kaputt macht, ist es kaputt. So. Das ist ein Viererglas, das ist ein Dreierglas. Ist okay so. Da draußen ist wieder Nacht. Ja. Kein Wunder. Hier baue ich noch schnell. Warte mal. Ein Dreierfenster da, ein Viererfenster da. Dann mache ich das auf der anderen Seite umgekehrt, oder wie? Ja, ich habe voll die geile Aussicht. So. So. Ich denke mal, das wird jetzt eine etwas längere Aufnahmesession, weil ich werde das auf jeden Fall sehr schön schneiden, weil ich will das Dach noch fertig bekommen. Ich habe keinen Bock, ständig eine Aufnahme einfach zu wenden und dann eine neue anzufangen. Was schleicht hier? Fenster? Nein. Das werde ich später kaputt machen. So, schnell weg hier. Schon mal bin ich bei einem Kumpel aus dem Haus gegangen, stand ein Creeper vor mir und es explodiert. Fand ich schon witzig, mein Kumpel aber allerdings nicht. Der hat mich voll angeschissen. Einfach weiter. Ohne Abmoderation oder so. Wir werden einfach schneiden. In 20 Minuten Parts. Denn ich will noch Dach und ich will auf jeden Fall hier noch drin wohnen. So. Das ist ausgebrannt. Eisen ist fertig. Oh, ich habe zwei Stück Wolle. Ich brauche noch eine Wolle. Ist da draußen noch ein Schaf. Die Dinger werden ja überhaupt nicht mehr größer. Aber ich baue einfach nochmal neue Birkenbäume. Wo haben wir sie denn? Natürlich. Wo haben wir denn unsere Birkenbäume? In der Truhe. Zwei Stück. Ja, unsere Äxte sind beide gleich kaputt. So, die drei haben wir gesetzt. Dann hauen wir noch mal ein paar Birkenbäume kaputt. Am besten alle. Weil ich so unbedingt brauche den Stoff.
Nein! Wir haben ja noch eine. Die auch fast schon am Ende. Alter. Alter, es ist helllichter Tag, Junge. Das gibt's doch nicht. Ist da einfach noch so ein... Alter. Ist hier noch einer? Was? Hat der Pfeil, der im Baum steckte, mich noch getroffen, hä? Das Skelett her. Ja, ich hau erstmal hier alles kaputt. Wird hier noch neu neue Dinger freigeschaltet hier. Die müssten jetzt jeden Moment fallen. Ach, laufe ich nachher hier ab. Erstmal mache ich daraus komplettes Brettarsenal. So. Später kann ich auch was anderes rausmachen. Als Bretter, als hier für mein Dach oder so. Okay, dann baue ich mir wieder... Nein, das war keine so gute Idee. So. Müsste es funktionieren. So, gedruckte Haltung. Das mache ich später. Damit wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Na komm. So. Und weiter geht's hier. Na komm, setz. Ach so, stimmt ja. Noch brauche ein neues Brett. So. Ich verstehe nur nicht, warum immer 64er Stacks. Warum ist ein Stack 64? Warum? Ist das hier eine magische Zahl? Man kann nie 99 Stück haben. Auf einem Stack sind immer 64. Warum? Ich verstehe es nicht. Und ist ja auch egal. So. Ja, das Deck neigt sich auch schon wieder zum Ende zu, aber wir haben gleich ein Dach über den Kopf. Das ist wichtig. Da habe ich wirklich jetzt zwei Parts in einem gebraucht für, um außer Haus zu gehen und dann noch ein paar ja, ein paar Sachen zu bauen, also mein Haus fertig zu bauen. Kohle einzuheizen. Wir müssen uns auch auf die Socken machen, Eisen zu finden. Das Eisenherz haben wir ja zufällig gefunden. Ich wüsste gern, wo die Höhle war, die ich sonst gefunden habe, weil da wollte ich eigentlich gerne rein. Und dann bauen wir uns in der Höhle nochmal so eine Kluft. Deswegen wollte ich mir auch so ein Bett nochmal bauen.
So. Ich muss aber das Dach so bauen, dass da nichts spawnt hinterher. So, das ist mein zweites Stockwerk. Einmal Kratos sehen. Hallo. Genau. Okay, und jetzt wieder runter. Sanft runter. So. Das Ganze hier wieder weg. Ich werde hier, denke ich mal, drumherum noch einiges bauen. Oh ja, das wird noch einige Arbeit auf uns zukommen, bis wir ein sicheres Haus haben. Wie gesagt, ich mache so viele Parts wie halt möglich, um halt zum Enderdrachen zu kommen. Und danach sehen wir mal weiter. Also mehr werde ich nicht machen, als den Enderdrachen zu killen. Es sei denn, ich bin auf einer PC-Version oder auch bei einem Freund eingeladen zu Hause und wir machen da noch was oder keine Ahnung. Je nachdem, könnte also noch mehr werden, je nachdem, ob das Interesse daran liegt, dass da noch mehr von mir kommt. So. Sieht doch schick aus. Außer das da. Das sieht scheiße aus. Aber das habe ich ja gerade gekonnt gelöst. So. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Dynamit, um das Haus hier zu verfeinern. Haus zu verfeinern, ja. Um hier ein bisschen was zu sprengen. Bisschen was freigeschaufelt. Das so schön ist. Naja, wir müssen auf jeden Fall noch nach da buddeln. Was wir auf jeden Fall noch brauchen ist, ich wollte hier noch so einen Eingangsbereich bauen, was so, warte mal, wie viele Blöcke sollte das breit sein? Ich glaube, da muss ich ein paar davon wieder weghauen. Habe ich hier noch was? Jo, ich habe sogar noch 19. Dann haben wir das. Das. Damit es auch ein breiter Gang wird. Es wird gerade wieder dunkel. Ja, der Part ist auch schon wieder fast vorbei. Naja. Ich werde ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl. Also ich muss schon wieder ein bisschen lauter reden, weil sonst ist wieder die Quali ein bisschen low. Ah ja. Okay. Auf jeden Fall eine Schaufel, dann geht das Ganze viel schneller. Ich denke mal noch ein paar und dann sind wir auf jeden Fall fertig mit dem ganzen Gedöns hier am Haus. Naja, nicht ganz, aber ein paar. Und wenn ihr mehr sehen wollt als am Wochenende nur zwei Folgen, sagt, schreibt in den Kommentaren, mach mehr, wir wollen mehr Minecraft. Dann mache ich auch mehr. Ansonsten bleibt es bei den zwei Folgen. Ich habe mich gerade vom Baum erschreckt. Ich habe gedacht, gerade steht ein Creeper neben mir. So, theoretisch können wir unser Bett umsetzen, aber das mache ich im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zveneta.